Hallo und willkommen zur neuen Aufnahme von Fitzbeast Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. Heute mit mir wieder alleine. Da Jenny und ich es leider nicht geschafft haben, vorzuproduzieren, dementsprechend muss ich jetzt quasi nachproduzieren. Ist irgendwie ein komisches Wort. Nee, also, ich muss jetzt halt alleine spielen, weil sie hat Spätschicht und wir konnten leider nicht vorproduzieren. Aber ich habe hier was bemerkt eben. Denn das Zeug ist voll. Und sinnvoll, das heißt, wir brauchen wieder neue Upgrades. Aber erstmal möchte ich gerne hier einmal den Kladderabatsch rausnehmen. Was brauchen wir für die Upgrades? Wir brauchen die Upgrade Frames, das heißt, wir brauchen erstmal stinknormale Draw. So. Das heißt, wir brauchen jede Menge Kisten. Das heißt, ich brauche noch mehr Holz. Und vielleicht sollte ich das per Hand craften, da ich das stackweise jetzt machen möchte. Alter, was ist das denn hier? So, weg damit. So rum. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen ein paar Kleinigkeiten machen, weil sonst haben wir nachher Probleme mit dem ME-System. Oder... bis zum ME-System. So rum haben wir dann Probleme. So. Ich möchte gern ein Stack machen. Und dann brauche ich noch ein bisschen mehr. Genauer genommen ein Stack mehr. Ne, ich brauche sogar noch mehr, weil danach brauche ich dann ja auch noch Sticks. Ah. Wir verbrauchen ein bisschen sehr viel Holz. Egal. Dann verbrauchen wir auch mal was von den 26.000. So, denn wenn ich mir jetzt einmal kurz eine Workbench hier baue, dann möchte ich gerne ein Stack Kisten machen und dann ein Stack von denen. Na. Und mit Hilfe von denen kann ich jetzt nämlich die Dinger machen. So. Na, das war falsch. Die. Wie viel brauche ich dafür? 8? Ja. So. Dann kann ich jetzt nämlich Upgrade Templates bauen ohne Ende. Oder was heißt ohne Ende? Halt 64 Stück. So. Oder 128 Stück, da ich mich vertan habe. So, dann so und 1, 2, 3, 4. Und so. Das heißt, das war voll. Dann war der da oben voll. Da hau ich mal alle rein. Gunpowder war voll. Und Appetite ist hier. Gut. Rest behalte ich erstmal. Kann man bestimmt irgendwann nochmal wieder gebrauchen. So. Und ich habe mir irgendwie überlegt, dass wir doch lieber die Monsterfalle, glaube ich, mal ausmachen sollten. Da man hier sehr viel schöne Sachen rausbekommt. So. Hier ist auch noch Gunpowder drin. So. Ich brauche noch anderthalb Stacks hiervon. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier beigehen. Dann ist hier auch das Iridium-Ohr fertig. Ist es nicht eigentlich ein Achievement? Ich meine, das wäre... Ach, Plutonium. Hä? Plutonium habe ich doch gebaut, oder nicht? Plutonium. Oh nein, das geht in diesem blöden Ding nicht. Na gut. Dann muss ich da nochmal kurz gucken. Ja, gut.
dann muss ich da nochmal nächstes Mal gucken, dass wir das Achievement irgendwann kriegen nochmal. Wobei an sich ist das auch nur Tiny Pile of Plutonium. Wie schnell kann ich das generieren? Ja gut, geht schnell genug. So. Yumetta haben wir noch wieder bekommen. Auch wenn das jetzt ziemlich sinnfrei ist. Aber ich muss hier eh auf die Platten und alles warten. Gut, ich könnte bei Jenny noch weiter craften, aber da habe ich gerade keine Lust zu. Also den Molekular Transformer oder wie das Ding heißt. Na, 4. Komm, ich gebe dir nochmal ein paar mehr Upgrades, wenn das geht. Ha, geht sogar. Einzige Problem, die Leitung muss ich kappen. So, 8 und 9. Na los, komm schon. Du hast auch nicht genug Energie. Boah, meine Güte, was könnt ihr eigentlich? So, die müssen wir jetzt zusammen craften. Ich wette, ich hab's. Nee. Eisen war, glaube ich, oben, dann Bronze, dann. Ja. So, 64 Mixed Metal. Das kommt in den Kompressor rein. Ja. 7 kann der auch noch, kann auch 8. Wow, und 9? Auch noch. Ha, das ist cool. So, 9 Stück davon. Der scannt weiterhin fleißig. Und jetzt möchte ich gerne. Ha, da. Ich habe die Trophäe bekommen. Gut, das Plutonium brauchen wir jetzt aktuell nicht. Also, wie weit bist du da drüben? Nee, hier. Energy Loss. Sag jetzt nicht, der muss gleich wieder von vorne anfangen. Oh nö. Gut, immerhin bist du durch. Das heißt, wenn wir jetzt den Certus Quartz Wrench uns angucken. Die beiden haben wir. Hierfür brauchen wir jede Menge Iridium. Das müssen wir gleich noch machen. Und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Cenarium. Ah, Glück gehabt. Der arbeitet nicht bei Null wieder. Das heißt, wir müssen jetzt bei dem Molekular Transformer weitermachen. So, die Dinger packe ich lieber unten hin, nicht, dass ich die vercrafte. Advanced Machine Casing. So. Warte, davon brauche ich 8 Stück, das heißt 16 von denen hier. Mensch. So. Call. Fordere mal 74 Stück an. So. 16 Stück, die beiden zusammen. Ah, oh, meine Güte, das System hier nervig. Das war, glaube ich, im Kompressor. Ja. Wie weit ist das Scan? Fertig. Das heißt, wir können jetzt hier Repeat Run. Das kann jetzt sehr, sehr lange dauern. Denn wir brauchen ein paar davon. Dementsprechend lasse ich es jetzt einfach laufen, weil irgendwann brauchen wir das Iridium bestimmt nochmal wieder. Ich hoffe es zumindest. Vielleicht sollte ich da stehen bleiben. So. Dann. Refined Iron Plates fehlen noch und Basic Machine. Ach nee, Advanced Machine Casing hat sie schon. Dann. Ist das mies. Keine Iron Plates mehr. Dein Ernst?
Also, davon brauchen wir zwei Stück. Na los, komm an, bitte. Hallo? Ach so. So. Zwei von denen, die müssen umgewandelt werden. Dann muss da. Oh, eine Batterie. Was hat Jenny denn schon gemacht? Noch gar nicht, so wie es aussieht. Ah, die kann man nicht reparieren. Ja. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, das hat sie fertig. Das heißt, ich muss jetzt nur noch die EV-Transformer machen. Okay. Das heißt, Sulfur. Warum hat sie hier Zinn? Verstehe mal einer Frauen. Also, wir brauchen Gold Cable. Das kriege ich noch hin, wenn ich das Rezept nicht weggemacht hätte. So. Das heißt. Hier. Na, ich glaube, 8 Stück sollten reichen. Na, 8. Mit der zusammen. So. Dann das und das. Lass uns bitte noch Rubber haben. 7. Na gut, ich habe hier noch. Ah, hier habe ich sogar noch Bronze-Casings. Also, wir brauchen noch Kabel. Die habe ich hier noch. Boah, ich bin irgendwie mit dem Kopf gerade nicht ganz bei der Sache. Ich denke mal, das merkt man auch. So. Na. Hä, was fehlt? Achso. So, das heißt, ich habe die Batterien. Die Electronic Circuits hat sie noch. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch die Goldkabel. Das kann weg. Zwar 4 Stück. Genau. So. Dann habe ich die beiden. Die Kabel hat sie auch schon. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch die Leprechaun Crystals. Das heißt. Ach, Diamond Dust. Toll, und ich habe es immer pulverisiert. Na, klasse. So, Redstone. So, zweimal. Das muss dann wiederum mit Lapis zusammen. So. Oder mit Lapis Dust, eher gesagt. Habe ich da noch was von? Nein. Also, nochmal kurz in den Macerator. Der kriegt aber definitiv Upgrades. Ich brauche 12. So. Ich glaube, jetzt können wir das Ding sogar heute noch zusammenbauen. Wenn ich nicht irgendwas vergessen habe. So, zwei von denen. Dann. Zwei von denen und ha, Molekulartransformer. Also, wir brauchen HV-Kabel, denn das Ding braucht eine Menge Strom. So, ich hoffe, der kann von unten Strom kriegen. Nein, scheinbar nicht. Nee, Strom ist da ja noch drauf. Hä? Wie funktioniert das Ding denn jetzt? Ah, okay. Gut, das kann, glaube ich, einen Augenblick dauern. Ach, du Scheiße. Hier, Certus. Wir wollen. Oder wir müssen. Zwei von denen machen.
Das heißt, wir müssen 10. 90 Szenarien bräuchten wir. Das heißt, zum nächsten Mal kriegen wir es noch nicht ganz fertig. Warte, ich hab jetzt. Wir brauchen 2, das heißt 16 mal. Ja, wir brauchen eh 1 Stack Iridium. Ach du grüne Neune. Das kann, glaube ich, etwas dauern. Aber ich würde sagen, ich ziehe die Folge jetzt heute mal ausnahmsweise nicht unnötig in die Länge. Vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.